THQ. Ein sehr einsamer Mann mit einer Lampe an einer Klippe. Wiggle Game. Diese Software kann Funktionen zum Sammeln und Nachverfolgen von Informationen erhalten. Darksiders 2. Ja Leute, da sind wir. Wir haben den ersten Teil durch, also geht's gleich los mit dem zweiten. Ich freue mich in tierischen Keks. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich öffne das Spiel gerade zum allerersten Mal und ich freue mich einfach. Ich will einfach nur noch zocken und ich freue mich drauf zu wissen, wie es weitergeht und ja gut, wir starten einfach das Spiel. So, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns erwarten wird. Jetzt mit dem anderen Reiter, mit Tod. Ich bin absolut gespannt. Ich will zocken, ich will... Okay, da kann man noch Sachen runterladen, aber das mache ich wenn später. So, leerer Speicherplatz auswählen, Spacebar. Speichert an bestimmten Stellen automatisch. Bitte beenden Sie nicht das Spiel, während Sie die entsprechende Anzeige sehen. Natürlich nicht. Das sieht doch schon ganz gut eingestellt aus. Die Runen kann ich noch erkennen. Und dann geht es los mit dem zweiten Teil von Darksiders. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim. Ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen, die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Er wusste nicht, wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Okay, da sind wir jetzt mitten im Spiel nach einer absolut epischen Vorschau. Wir haben direkt unser Pferdchen. Ich weiß gar nicht, wie der bei ihm heißt.
Steuerung scheint sehr gleich geblieben zu sein. Sieht hier alles sehr geil aus. Was ich ein bisschen irritierend finde, dass die anderen Reiter mit Wut und Streit betitelt wurden, weil eigentlich sind das Pest und Hunger. Aber gut, wir schauen mal. Verzweiflung ist unser Pferd, okay. Immer noch auf C können wir rufen und wegschicken. Nice. Wir setzen unsere Sendung. Das Übliche. Jetzt wird erstmal gerade die Steuerung erklärt. Die kennen wir natürlich noch, weil sie sehr ähnlich ist, bisher sogar genau gleich ist, wie die aus dem ersten Teil. Definitiv schneller. Die Angriffsart finde ich sehr geil. Ist die Frage, wie kommen wir hier längs? Ah, okay. Er kann sich ein bisschen besser bewegen als sein Bruder. Und der Rabe scheint irgendwie auch zu uns zu gehören. Eisknochenjochen. Knochige, frostige Jochen. Gleich mal wieder ein bisschen was Bekannteres hier. Und hier werden uns jetzt Schadenszahlen angezeigt. Okay. Also das Kampfsystem liegt mir persönlich schon mal weit mehr, weil ich einfach weniger auf sehr behäbige Schläge setze, sondern wirklich ein bisschen agiler. Okay. Wir haben eine Zweitwaffe gefunden. Was ist das denn? Eine Axt, okay. Annehmen. Ja, die wollen wir mal kurz anlegen. Und dann gehen wir hier raus. Ne, haben wir jetzt irgendwie nicht. Einen Moment. Achso. Mit rechter Maustaste. Ich glaube, wir haben sie noch nicht richtig angelegt. Das will ich mir nochmal gerade angucken. Ah, jetzt haben wir sie angelegt. Okay. Hier machen wir also alles mit Leertaste. Okay, wuchtig hat er aber auch drauf. Wird sehr interessant. Wir erkunden hier natürlich nochmal. Springen ist natürlich auch ohne Probleme möglich. Gut. Haben aber keinen Doppelsprung, wie es Krieg ja hatte. Alles sehr schön gemacht. Also die Engine gefällt mir auch sehr gut. Hat mir schon im ersten Teil sehr gut gefallen. Gucken auch nochmal nach da. Ah, hier ist noch ein Hammer. Also wir kriegen hier scheinbar weit mehr Waffen. Mal schauen, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Gut. Na dann mal rein da in den Turm. Rein in die gute Stube. Episch. Einfach nur episch. Ich finde es auch sehr schön, dass sie die Nephilim hier mit eingebaut haben. Auch wenn ich mir momentan den Plot noch nicht so ganz erschließe. Aber das kommt ja. Erreiche die Spitze der dunklen Festung. Was der so alles kann. Da kommen wir wahrscheinlich erst später längs. Mal gucken, was gibt es hier noch? Ah, da haben wir schon
Okay, das sieht ein bisschen beeindruckender aus als vorher. So eine Truhe zu öffnen. Hui! Ja, das automatische Einsammeln habe ich schon. Stimmen. Okay. Ah, okay. Und natürlich gibt es immer noch unsere Benutzung dazu. Habe ich gerade irgendwelche Stiefel eingesammelt? Ich meine, ich habe gerade irgendwelche Stiefel eingesammelt. Okay, aber die sind nicht besser als unsere. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall schon mal weit mehr Gegenstände, wo wir dann also den RPG-Teil ein bisschen höher mit drin haben. So, und weiter geht's. War da das, der mit den Stimmen gerade, dieser Hüter, den wir finden sollen? Der sieht ein bisschen tougher aus. Nee, doch nicht. Das Prinzip. Ah, komm raus. Wunderschöne Todesaktion. Eine Liebesgeschichte von Tod und dem frostigen Jochen beginnt. Der Bestseller Krieg und die knochigen Knochenjochen hat sich so gut verkauft, dass der Autor natürlich eine Fortsetzung plante. Was war das? Das doch auch gerade gesehen, oder? Runde hab ich da gemacht. Er ist, wie er war, wie ich gesehen habe. Das braucht. Geht hier gerade alles sehr zügig bei den Kämpfen. Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen, aber das ist natürlich ja ganz gut. Und er wirkt ein bisschen so wie so, eine, wie so ein kleiner Zombie, ne? Ich weiß nicht, wer von euch Wreck gesehen hat. In einem der Teile kommen ja so eine komischen. Oh, das war nicht so das, was ich wollte. Aber gab ja keinen Schaden. Ja, gab es ja in einem Teil so eine kleinen komischen Kiddies, die da die Wände hochgekraxelt sind. An die erinnert mich das Ganze so ein bisschen. Das wollte ich doch. Ist noch, ist eigentlich relativ intuitiv. Ach, egal.
Oh, großer Skelett-Vieh. Großes Skelett. Großer Jochen. Eisfiese. Ja, keine Sorge, habe ich nicht vergessen. Sollte ich nun vielleicht auch erstmal ausführen. Du bist langsam, ich bin schnell. Ich mag das Kampfsystem. Haben sie es nochmal ein Stück weit verbessert. Voll wendig und so. Okay, jetzt hat er mich mal erwischt. Jetzt muss man heil tragen, sicher zu werden. Das macht Spaß. Ich feiere das Spiel gerade jetzt schon. Wir sind noch ganz am Anfang. Okay, das dürfte die Reaper-Gestalt sein. Wahrscheinlich das zu der der Chaos-Gestalt. Schick, schick, schick. Ah, alles klar. Aufzug. Und rein damit. Das sieht ja ganz schick aus, ne? Scheint aber kein Aufzug zu sein, den man sonderlich oft benutzen sollte. Geht vielleicht kaputt. Was ich jetzt sagen kann, geht auf jeden Fall kaputt. Natürlich geht der vorher kaputt, bevor wir ganz oben sind. Das war ja zu erwarten. Und erzähl es. Oh, die Steuerung dafür finde ich ein bisschen schwer, wenn ich sowas machen soll. Aber es ist mega geil, wie wir hier gerade einfach die Wände längs klettern und total nein! Hab ich nicht vor. Hoch. Das war un... Ah, okay. Das sollte man vielleicht ein bisschen langsamer angehen, immer. Sich ein bisschen überlegen, wo man genau hin will. Weil hier springt man auch schnell mal falsch. Aus dem Schwärmen gerade nicht raus.